Robert Lauber, herzlich willkommen. Ja, im künstlerischen Bereich gibt es auch Sachen, die sehr risikohaft sind. Ja, wo sogar könnten Verletzungen entstehen, Stürze. Und das kann man mit mentalen Trainingsmethoden vermeiden. So wie sich Sportler, die mental vorbereiten auf Mehrfachsprünge, kann man das bei einem Casting machen oder in der Artistik, zum Beispiel in einem Zirkus oder sogar bei Filmaufnahmen, wo ganz präzise Abläufe müssen gewährleistet werden, damit es keine Verletzungen gibt. So ist es so im Art Impact Modellierungstraining, wie man es in der Aviatik kennt, wo Piloten nicht zuerst ein Flugmanöver direkt machen, sondern zuerst im Simulationstrainer den vorbereiten, bis sie sich sicher fühlen, perfekt das Flugmanöver durchzuführen. Und so kann man im artistischen Bereich überall dort, wo Gefahren könnten entstehen, bekommt man mit der mentalen Stärke und mit dem Mentaltraining mehr Sicherheit. Wie das geht, wie man das könnte machen, läutet mir doch an. Wir können das einmal bei einer Ausprobierlektion oder einem Beispiel einmal durchspielen. Würde mich freuen, von euch zu hören. Herzliche Grüße, Robert Lauber.